Nein, darf man nicht. Sunnite kann man keinen Aleviten heiraten. Ich habe einen Vortrag darüber, über Aleviten. Und diese Religion hat mit dem Islam nichts zu tun. Und mich hat hier, Entschuldigung, vor kurzem ein Alevit angeschrieben und ganz klar zugegeben, dass der Koran von Abu Bakr, Omar und Uthman gefälscht wurde. Wer das glaubt, ist kein Muslim. Sie sind weiter entfernt von uns. Sie sind weiter entfernt von uns. Bei Schia muss man genau gucken. Es gibt bei Schia verschiedene Gruppen von Schiiten. Ja? Und da muss man sich die Situation auch genau angucken. Das kann man hier so nicht pauschal sagen. Aber Alevitentum hat mit dem Islam nichts zu tun. Juden und Christen sind näher am Islam. Tut mir leid, ich will keinen wehtun, aber das ist die Realität. Das ist die Realität. Ja, weil man als Muslimin eine Muslimin heiraten will, nicht da muss nach Koran. Weil der Koran ganz klar verbietet, Leute zu heiraten, die Kuffar sind. Und wer sagt, dass der Koran gefälscht wurde, dass man nicht beten muss, dass man nicht fasten muss, ist kein Muslim. Die Ausnahme ist, es gibt bestimmte Ausnahmesituationen, aber das gilt nicht für die Schiiten, für die Aleviten. So.